Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.30 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf den ersten Montagstrade vor und der wird eine Blue Box sein. Blue Box bei 15.713 Long und bei 15.699 Short. 0,01. Und die Order wird platziert. Also zur Wiederholung. 15.713 Long, 15.699 Short. Big Number ist darunter. Die müssen wir jetzt nicht angehen, weil wir dicht dabei sind. Also eine Blue Box. Wir bleiben direkt auf diesem Chart und schauen uns einmal die Vergangenheit an. So, 17 Punkte hier. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. 36, 28 in den Abendstunden. Dann eine 22,5er, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Die 16er ist im zweiten in den Gewinn gelaufen. 38er treten wir nicht. Dann waren es eher die großen Zeitebenen. Ja, und diese Woche, wir haben Juni. Ja, März, April, Mai, Juni, alle drei Monate an den dritten Freitag. Und das wäre jetzt diese Woche, ist großer Verfallstag. Großer Verfallstag für den DAX. Gegen Mittag müssen alle Positionen geschlossen werden in den Terminmärkten, also in Futures. Nicht bei uns, nicht bei den CFDs, aber bei den Terminmärkten. Insofern bin ich sehr gespannt, wo sich die Leute positioniert haben. Also diesen Freitag. Dritter Freitag immer des Verfallstages, beziehungsweise alle drei Monate, März, Juni, September, Dezember. Ja, das sollte man ein wenig im Blicke haben, für zumindest spätestens am Freitag. 15.713 Long, 15.699 Short. Wir gehen einmal rüber in die Vola-Boxen. Wir sehen auch heute, wir haben kein Gap. Wir sind also auf Rekordniveau. Und da sehen wir am Freitag gegen Abend oder frühen Nachmittag, wo die Boxen waren. Wir schauen mal rein, wo kommt der Markt heute rein. 15.668. 15.668 ist der Forecast. Linien. So, das wird um den Daily Pivot, also es gibt bessere Levels. Das wird die Vola-Box heute sein. Wow, bin gespannt. Dort unten und ab 9 Uhr sehen wir dann auch im oberen Bereich, ob da Vola-Boxen reinkommen. Wir haben jetzt eine Blue-Box aktiv und wie immer jeden Morgen, wir schauen heute einmal auf die großen Zeitebenen an und fangen an mit heute den DAX. Zickzack-Linie Daily. Ganz klar Long. Ganz klar Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Alle Zeitebenen im deutschen Aktienindex stehen auf Long. Gold. Fangen wir an auf Daily Basis, Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5, also Gold kippt. Gucken wir uns Öl an und fangen an auch hier bei Daily, auch hier Long, 4 Stunden klar Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. Also auch da Gewichtung in Long-Modus. Nasdaq, Technologiebörse, Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Long. Auch hier Gewichtung bis auf 5 Minuten, alles Long. Und S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. Also ähnliches Bild. Gehen wir weiter runter.
und gehen einmal in Richtung der Kryptos. Bitcoin. Daily Short. 4 Stunden Long. Mit einem Gap Up. Stunde Long. 30 Minuten Long. 15 Long. 5 Minuten Long. Also da würde ich jetzt die Gewichtung eher im Long-Modus sehen. Kurzfristig, wenn wir jetzt mal unsere Tagesstrategie sehen, das sehen wir auch im Bitcoin, ein Tagessignal in Anmarsch. Heute Abend Long in Bitcoin. Ethereum, ISA, also auf Tagesbasis noch nichts. Zickzack-Linie, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long. Ja, da so noch nicht ganz so eindeutig. Da sieht's, so sieht's aus. Das war kurz und knapp. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Eröffnungstrade. Wir haben unsere erste Falle im DAX platziert. Das ist eine Blue Box. 15.713 Long und 15.699 Short. Wir lassen uns heute mit der Big Number, weil wir da eine Blue Box drauf liegen haben. Wenn der Blue Box Trade in den Gewinn gelaufen ist, dann können wir normal starten mit der Big Number. So, 8.47 Uhr, wir sind long in der Blue Box. 8.47 Uhr long in der Blue Box. Gewinnziel aktuell liegt bei 15.718. Das ist ja eine 13,5er Box. Ist recht dünn heute. Die Range. Und wir sind im Landeanflug. Und wir sind raus. Liebe Videotagebuch auf YouTube, das war unser Eröffnungstrade. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Und zwar gehen wir jetzt mit der Big Number an den Start. Blue Box ist in den Gewinn gelaufen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen wieder. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Gute Trades und bleibt gesund.